Ah, sehr schön. Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir jetzt nichts Besonderes eigentlich gemacht. Ich habe, wie man gerade gesehen hat, kurz dieses Kartenspiel gespielt und ja, ich habe es mal offscreen auf normal gemacht, damit ich hier euch nicht das nochmal zeigen muss. Es ist eigentlich genau das gleiche, nur halt schwieriger, glaube ich. Selbst dann. Egal, ich habe ein Halsband bekommen. Und Halsband. Uah. Und ja. Ich, da werde ich so irgendwie offscreen machen, vielleicht am Anfang des Parts oder so immer reinschneiden, aber ist ja jetzt nicht mehr nötig, da wir. Wo komme ich da hin? Schon alle Dingens hier. Ich verirrt, ich habe noch meine Kopfhörer aufgehabt. Ich habe jetzt alle Level, die ich hier. Freigeschaltet habe, schon erledigt, also werde ich das wohl nicht mehr machen müssen. Ja, wo ist das mit den Straßen toll? Wo ist das hier? Heiligtum, Taverne, Gasthaus. Okay, im Gasthaus ist irgendwas. Da oben ist das Gasthaus. Aber lass mich mal kurz im Shop hier nachgucken. Sind wieder ein paar Ausrufezeichen, vielleicht sind da ja wieder Quests und so. Weiß man ja nie, ne? Feldspatpuppe, was Neues, das ist doch mal schön. Feldspatbeutel, Feldspatschleife, Ohrringe, wir kriegen wieder neue Sachen. Was Weste, ja, muss ich mehrere kaufen, genau. Flammenwehr, Kraftring, Anverteilung geringfügig erhöht, ja, sehr gut. Feldspatstiefel, auch ein paar kaufen, zwei, drei. Gut, neue Sachen zum Ausrüsten. So muss das. So, lass mich mal ganz kurz hier gucken. Du hast eine neue Puppe, ne? Puff. Ja. Wenn ich Start drücke, dann wird sie irgendwie so zusammenzucken. Heute schon wieder so ein blöder Effekt. Ah. Weniger AP und dadurch kriege ich die Angriffskraft. Ah. So, was haben wir hier? Artangriff bei weniger. Boah. Okay, da tut sich das irgendwie nicht. Da tut sich irgendwie nicht zusammenzucken. Oder schon zwei Sachen. Warte jetzt erstmal. Du hast noch eine Waffe. Du hast alles. Du hast alles. Du musst noch ein paar Sachen hier lernen. Aber du hast alles, ne? Du hast noch nicht. Den Gürtel, ja, Buff. Fähigkeit gegen Drachen plus 8%. Das ist doch schon mal. Und Lerngeschwindigkeit von Zeugs. Das ist auch gut. Dort habe ich jetzt alles. Feldspatmontur. Also, was für die Mädels. Fähigkeit gegen Amorph-Gegner. So, ich glaube, Eleanor hat gar nichts gerade zum Lernen, oder? Außer Ringe. Also, ja. Ja. Nehmen wir mal ihr den Feldspatmontur. Außerdem benutze ich sie öfter als. Wer will nur, nur 88, merke ich gerade. Also, pff. So, warte mal, Feldspat, Stiefel, da muss ich jetzt mich auf 3, ja. Art Verteidigung bei. Nimm du mal. Dann weiß ich nicht. Du. Ja, du. Magilo. Und irgendein Ring, Kraftring, genau. Verteidigung plus 8. Er ist, glaube ich, der hat am meisten braucht. Also er braucht es nicht am meisten, aber er ist schon so auf Art Verteidigung wie blöd, deswegen. Aber hat alles, was ich gekauft habe. Weste, oh, ich habe noch Westen, okay. Und eine Schleife habe ich auch noch. Ja, stimmt. So eine blöde wieder. So, für die Männer eine Weste. Ich kann gegen Amorph Gegner. Okay, das bringt ihm jetzt nicht so viel. Deswegen geben wir den beiden für mehr Angriffskraft gegen Viecher. Dann noch irgendwas Neues. Kann ich nicht irgendwie so doch. Keine Männerschuhe. Feldspatbeutel habe ich noch, okay.
Ein Schwarzbeutel, okay. Stimmt. Ich habe alles hier nachgeguckt. So, Vergiftungsfähigkeit. Ja. Neue Sachen zum Lernen. Geil. Gut, Gasthaus. Geld habe ich jetzt nur noch viel. Und deswegen tut man jedes Mal den Shop irgendwie abchecken. Da weiß ja nie, was man wieder findet, ne? So, Wuff. Gib mir einen Skit. あなただけの部屋ではないのですよ。負けた場合、相手に従うって制約かけたんでしょ。もう少し待ってなさい。何でガラムクローだわ。廊下で何してるの？ちょっと用事で外に行って戻ってきたら、部屋から締め出されてしまって、もう彼これ30分以上待っているのですが、一向に入れてくれる様子がなくて困ってるんです。開けてくれ。部屋の中で何をしているんだ。わかりません。 時折ハーハーという息遣いやため息にも似た小さな声が聞こえるんです。女同士の相部屋でお前に見られたくない何かをベルベットはしていると言うことだな。見られたくないことね。体重でも測ってるんじゃないのか。服を脱いで再び着る時間を入れたとしても体重を測るのに30分もかかりませんよ。化粧している可能性はないか。ベルベットではないが、 以前叱られたことがある。あなたが男性だからであって、同性の私であれば問題はないと思いますけど。のんきなことを言ってる場合ではないぞ、ボー。ベルベットは今絶体絶命の大ピンチに陥ってる。人に弱みを見せないベルベットでふよ。体がそうバットで苦しんでる姿を見られたくなくて、エレノア様を締め出したでふよ。 Klang sie aber noch relativ chillig irgendwie. Du hast mir ein Eid geleistet, bleib draußen. Du hast nicht, das geht nicht gut aus. Vertrau nicht mal genug. Auch wenn sie die Weste ist, vertraue ihr nicht. どうしたの?ビー。え?どうしたのって、ベルベットが死んじゃうかもしれないって。だから僕。なんで掃除したくらいで死ななきゃならないのよ。だって顔色も良くなかったですし、漏れ聞こえる息も声も変でしたし。変な息なんてしてないけど。はあ、はあ。ガラス磨くときに、はあ、はあ。するでしょ? ため息のような声は?マクシー、フリアスプッツ。ノテルツェマ。細かいところが行き届いてなくて、まさかと思って、備え付けのコップを見たら、茶渋が洗い切れてなかったのよ。ため息も出るでしょ?そうだったんですか。部屋掃除なら行ってくれればお手伝いしたのに。家事は女の数だけやり方があるから、一人でやる方がかえって早いの。 姉さんもそうだったし、あんたにも自分のやり方があるでしょ。それはまあそうですけど。もう終わったから、部屋使っていいわよ。すっきりした。Warum war sie so fröhlich in diesem Skit? Habe ich mir erst so früh angeguckt? Ja, sonst nichts mehr. Nee, okay. So, jetzt müssen wir zum Heiligtum gehen und wieder ein Priester wahrscheinlich irgendwie beten, da wir jemanden getötet haben. Was haben wir so in letzter Zeit dann gemacht? Was ist denn so ein Highlight in den letzten Folgen gewesen? Wir versuchen jetzt, ja okay, wir haben dafür gesorgt, dass eine Stadt irgendwie hier von Bosheit infiziert wurde. Ich meine, das ist schon so was, so ein kleiner Erfolg für uns, ne? Oder etwa nicht? Aber sonst würde mir jetzt nicht so irgendwas einfallen, was erwähnenswert wäre. So, das ist echt so was, oder? Ja.
Fast jeder Charakter war jetzt schon, ne? Erst war Velvet, dann Magilo, dann Rokon, jetzt Eisen. Ja, das ist voll putzig, ey. Also das ist irgendwie seine schlimmste Tat ist irgendwie, die er bereut. So, wen haben wir noch? Eleanor. Lafayette. So. まだ懺悔することはないかな。あるよ。誰にも内緒だったけど告白します。聞きましょう。ちょっと前に森でナメクジを見つけたんです。ナメクジって塩をかけると小さくなるって本に書いてあったんだ。僕どうしても試してみたくて。塩をかけてしまったのですね。確かに良くないことです。でも あなたに命を気遣う気持ちが芽生えたんなら、その犠牲は無駄ではない。違うんです。僕間違って塩じゃなくて砂糖をかけちゃったんだ。だからナメクジにアリがいっぱいたかって。ごめんね、ナメクジ。許します。それは 悲惨な事故です。あともう一個、アリの巣に砂糖水を流し込んだらどうなるかなって思った。なぜ、砂糖を入れてしまったのですね。疑問は意外に残酷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 ですね。疑問は意外に残
Gut. Okay. War hier nicht auch? Ja, hier war mal ein Boss, aber den nicht. Den habe ich zerpflückt, oder? Da lang, ne? Geh zurück nach Hellawes, ehrlich. Ich hasse es irgendwie, wenn man irgendwie von den ersten Anfangsgebieten irgendwie immer so lange irgendwie getrennt ist. Da waren nirgendwo Stufe Rot Gegner so. Oh Gott. Im ersten Gebiet, oder? Also in Hellawes und so. Wenn, dann habe ich glaube ich schon erledigt. Wären auch nervig gewesen. Dün, 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 dün. Geh weg. Natürlich jetzt blöd. Ich muss aufs Gehen nachgucken, von welchen Gegnern ich hier schon, weiß ich nicht, Zeugs, Loot irgendwie so bekommen habe, Waffen und Ausrüstung und so. Oh Gott, verdammter Dreck. Stimmt, man muss da. Oh. Man muss da. Wir haben diesen komischen Fähigkeit über. Komm, wir machen Kampf aus Frustration einfach mal. Vielleicht finde ich ja diesen Schimpansen-Affen-Typen. Au. Also habe ich ja wieder ein paar neue Klamotten, die ich hier leveln muss. Au. Ja, schon vor, dass ich gleich die ganzen Ringe hier erledigt habe. Die haben lange gedauert. Friss Papier! Das ist eine Puppe. Buff. Friss Schwerter. Ja, das ist sehr gut, wenn man irgendwie wir haben so viele, glaube ich, Fähigkeiten, die irgendwie SA geben. Mondbrunnen. Ich glaube, wir haben so viele Fähigkeiten, die irgendwie SA geben. Also mehr SA geben, wenn man den Seelenbrecher aktiviert. Deswegen kriegen wir die ganze Zeit so schnell SA. Dann wird es irgendwie nicht überraschend, dadurch, boah, ich muss schon wieder lesen. Aber die ganze Zeit irgendwie Mystic Arts raushauen, wie blöd. So, das ist ein neues Gebiet. Die Truhe hat sich nicht resettet, but. Velvet does not approve. ライフセットも難しい年頃だ。以後は気をつけろ。まあ、
Ohne Jacke, laufe ich selber, okay. Ja, Strategie, genau. Zeig mal. Bald läuft hier jeder ohne Jacke rum. Das Ding ist doch keine Jacke. Ohne Beutel. Wir hatten noch ohne Jacke. Sie hat ohne Jacke, ne? Sie trägt keine Jacke. Ohne Hut wäre doch gut. Ohne Hut wäre doch gut. Ja. Eisen ohne Jacke könnte ich mir noch vorstellen. So. Ja, übrigens, die Schatzhunde sind noch nicht respawned. Aus irgendeinem Grund, obwohl wir in der letzten Folge irgendwie zweimal im gleichen Gebiet waren, hatten sich irgendwie die Schatztruhen trotzdem irgendwie resettet, zerstört übrigens. So, wo sind wir denn jetzt hier? So. Wenn noch keinen begegnet wurde. Ich habe gerade die Aussicht der Genossen, ey. Dann kommt ihr einfach, Leute, 46, ja. Und ich will Feuerding einsetzen, so. Gerade die schöne Aussicht genossen, ne? Dann kommt ihr und sticht mich. Oh, das hat wenig SA gegeben. Was zum? Frisst das. Was? Warum nicht? Oh Gott. Boah, das ist so krass, dass ich alle meine SA verliere. Gott verdammt. Alter, was ist hier los? Warum frecken wir so sehr? Er hat doch auch echt einen Knall, ey. Das sind 6 Stück, ey. Komm, komm mal im neuen Gebiet, kommen wir hier voll auf die Fresse, aber ich voll trainiert, ja. Bin ich jetzt. Fresstag. Und noch mal bum 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 und noch mal bum 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 bum. Gibt's doch nicht, ey. Na, oh, wie ist's gemein, Erfahrungspunkte. Feldspat Dolche. Die Expedition ist doch geil. Sage. Wir werden sehen, ein Topf. Dingens. Er hat aber noch, glaube ich, ne? Ja. Ermüdungsfähigkeit, Erdangriffskraft. Das dauert nicht so lange, also komm. Ich höre schon wieder irgendein Viech, ey. So, gut. Was? Ah, ihr Pixie-Vieh. Ja. Feen. Da Wesen habe ich jetzt schon mal von den einen Viech hier. Die Waffe bekommen. Oh Gott, Magilo, oder? Ja, Magilo. Rette den Tag. Autsch. Kommt her. Ja, sie ist echt gut gegen diese Viecher. Boah. Ich möchte die Angriffe hier ein bisschen ändern, habe ich so Gefühl. Wie ich so die Benutzbarkeit irgendwie so erhöhen kann. Sehr gut. Nichts bekommen, nein. So, Drachen, die waren ja a big deal in Tales of Systeria, dass die waren ja sehr stark und so, ne? Also, weiß nicht.
kriegen wir von denen auf die Fresse. Du brennst. Ist mir mal leid. Und boah, herabfallender Engel. Boah. Au. Ihr seid angefangen gegen Feuer, habe ich gehört. Ja, zum Glück sind viele Angriffe irgendwie, sind viele ersten Angriffe irgendwie Feuer bei mir. So, gegen euch Hornissen muss ich nicht mehr kämpfen, weil ich habe schon eure Waffe. Sie geht mir bloß weg. Wow. Oh nee. Dingens möchte ich. Steuern. So, ihr Bienen seid ihr anfällig, ihr seid anfällig gegen Feuer, kommt her. Ihr seid eindeutig die nervigsten Viecher, habe ich so cool. Feuer! Er hat voll gemacht. Geil, gut gemacht, Magilu. So, frisst das. Und das. Feuer! Ja, jetzt natürlich nicht, ne? Ja, gut. Au, was so? Na ja, so. Schlitz. Und noch mal Schlitz. Ja, erst ist ja Schlitz und dann Stich, ne? Und ich wechsle mal lieber aus, weil das ist ein bisschen hier. Und stirb. Jawohl. Möglichkeitswehr, sehr gut. Neuer Kochlevel. Ach, durch den Kochlevel habe ich einen Skit bekommen, oder was? So wie das jetzt aussah. So, Magilo, hast du alle Ringe? Du hast alle Ringe. Sie hat alle Ringe. So, Müdigkeitswehr. Hat irgendjemand noch nicht? Hat irgendjemand noch nicht? Hast du Müdigkeitswehr? Du hast noch nicht Müdigkeitswehr. Dann nimm Müdigkeitswehr. Was die Ziel dabei gemacht hat. Ich muss noch zwei Level irgendwie erstmal. Warum spricht sie manchmal so leise? Genau wie bei Mila. Aus der Wechsel, ja. Unjacke, wer wird erhalten? Okay. Also sie hat nicht schon, nee. Alter. Ja, noch aufreizender. Dann fehlt ja eigentlich nur noch Eisen und Magilo ohne Jacke, ne? Aber was soll sie ohne Jacke ansehen? Dann geht ihr Kragen wahrscheinlich ja wahrscheinlich weg, ne? Oder Bücher. Weil geht ja nicht, das ist ja ihr Rock mehr oder weniger. Sie hat ja ein Buchrock.
Seelenflasche, was ist das? Der Trank gewährt einem Verbündeten im Kampf 3 Seelen. Okay, so ein erstes Mal. Na, jetzt irgendwo ein Speicherpunkt nehmen, weil ich jetzt schon wieder aufgehört habe. Schon wieder was Neues, oder? Nee. Okay, Galles Seestraße. Okay. Okay. Gucken wir mal. So, wo bin ich jetzt? Wenn man alles hier kommt, vielleicht kann ich mich ja auch hin und her teleportieren, wie blöde. Am Ende. Wir sind aber nirgendwo Schatztruhen, merke ich gerade. Kochlevel wollte ich nachgucken, genau. Ah, Level 10. Ich glaube, dann hat sie wieder was Neues gelernt, ne? Zubereitungsgeschick. Okay. Könnte mich auch erst darauf konzentrieren, alle hier irgendwie auf Level 20 zu bringen, ne? Aber mach mal so, wie ich das will. Zweite. Deal tut hier Echsenschwänze bereitstellen. Wir kochen die dann. Geil. Aber ist ja nicht giftig. Oder? Jetzt hier eine Anime nochmal. Irgendwas Dragon Might. Wie irgendwie ein so ein Drachenmädchen irgendwie ja Meisterin irgendwie die ganze Zeit ihren vergifteten Schwanz irgendwie andrehen will zum Essen. Kobayashi Dragon Might war, glaube ich. Mal, wie hast du denn die oben erreicht? Bitte schön. Hier ist eine Truhe irgendwo. Ich nehme an, das sind alte Gegner alles, ne? Ich meine, das sind alte Gegner. Wo ist die letzte Truhe? Da komme ich nicht vorbei. Da. Eine Bronzetruhe. Pff. Aber ich muss ja jede einzelne öffnen, weil irgendwie Eleanor, glaube ich, einen Titel dafür, ne? Wenn ich irgendwie alle öffnen muss und so. Deswegen machen wir das. Also nicht alle öffnen muss, aber eine bestimmte Anzahl, nehme ich an. Bestimmte Anzahl von 9 Truhen. War das irgendwie so, ne? Oder wie Ninja Fee, ne? Darum vor mir auf und dann. Okay. Also ich rate, wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich irgendwo wieder in eine Sackgasse oder so, ne? Oder in irgendein Ort, wo ich noch nicht hin darf. Das ist ja Open World. Aber eigentlich nicht, ne? So, wo komme ich näher hin? Westliche Galles-Seestraße. Ein Berg, um den Erdenpulspunkt zu suchen. Okay, wir sind ja falsch. Das ist sehr gut. Falsch ist für mich immer richtig am Anfang. Das macht Sinn, das macht Sinn. So, wehe, die Truhe ist nicht auf der Seite. Wehe, das nur eine blöde Bronzetruhe. Dann raste ich aus. Hört ihr das? Das ist meine wütende Stimme. Okay, boah, das ist jetzt auf der anderen Seite, ne? Ich kann anders nicht irgendwie auf die andere Seite rüber, ne? Suppe. Geil. Na gut. Mal, wo ich da hinkomme. Ach, jetzt bin ich hier. Bin ich ja gut, dass ich hier hingekommen bin. Wir haben jetzt ein Ding in hier freigeschaltet, ausgezeichnet. Mir ist auch nur eine blöde Bronzetruhe. Geil. Weg, ey. Jetzt bin ich so, ja.
Gut, dann gehen wir noch mal dahin und tun die Truhe einsammeln und dann war es das für diesen Part, nehme ich an. 35 Minuten, ja, das ist schon lang genug wieder. Aber ich möchte auch ein paar Sachen neu erreichen heute. Und da ist halt genau. Geh weg. Geh weg, fass mich nicht an. Ich will nicht knutschen. Auch wenn Luffy ist jetzt sehr bezaubernd auf euch wirkt, ne? Der will euch nicht knuddeln. Okay, noch jemand knuddelt, ey, da war so der größte Scheiß aller Zeiten. Weil so ein Chatforum oder irgendwie so was, ne? War so bescheuert, ey. Irgendwie so ein Butler, irgendwie, ich glaube namens James. Kassid Anhänger. Habe ich schon, ne? Anhänger, Anhänger. Du hast die, boah. Gut, dann teleporten wir uns hier raus. Bin jetzt schon wieder. Boah, ich teleportiere mich mal kurz nach Logres oder Lothringen. Ne, Logres. Verdammt. Vielleicht reise ich mal so noch ein bisschen durch die Welt und gucke, ob irgendwo Ausrufezeichen und so sind. Oder ob neue Waffen zu kaufen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Like, ein Abo und einen Kommentar lasst und sage tschüss, bis in der nächsten Folge.